Was dann dort in die Koronarie eingesetzt wird. Da wird dieser Ballon aufgepumpt. Ein Auto hat zwei Bar in den Reifen. Da sieht man mal, wie diese Koronarie, wie elastisch die auch halt auch sind und haltbar sind. Dieser Stand eingesetzt. 4 Sekunden, 6, 8 Sekunden bleibt das aufgepumpt, dieser Ballon. Dann wird wieder zurück und der Stand bleibt dann in der Intima. Der Mensch hat 3 große Herzgefäße und wenn diese 3 Gefäße, sag ich mal, schlecht sind, dann ist eigentlich auch erstmal immer besser, wenn man im Bypass gehandelt wird. Dass die Patienten dann auch direkt nach Bremen dann in der Bad Rotenfelde, wo auch immer, dann hinverlegt werden, dass dann halt auch drauf wird. Aber eigentlich so, wenn dann sowas ist, wird dann eigentlich erstmal mit Stand geholfen und den Leuten ist dann auch sehr gut geholfen. Die können dann eigentlich auch, wenn es dann soweit keine großen Komplikationen oder sonstiges gab oder auch eine Medikamente hätten, am nächsten Tag wieder nach Hause. Gehen dann wieder zu ihrem Internisten. Ja. Klasse für die Information. Sag mal hallo. Hat ja keiner direkt erkennen, ne? So, seid ihr so schön angemalt worden hier im Krankenhaus? Super. Da muss ich Nummer 4 aber auch noch mit draufnehmen. Sonst ist 4 beleidigt. Ah, gut, an der Seite. Ole. Da gehe ich etwas kurz durch. Jawohl, wunderschön. Volles Haus hier. Hallo. Ja, ich weiß nicht. Wir sehen uns noch. Jo. Tschüss. Tschüss. Das ist ein CBC-Faktor. Ich hab doch ein bisschen Werbung, kann ich sagen. Ja.
Tag. Können wir. Ha? Die haben wir mitgenommen. Oder nicht alle? Warum nicht? Ich sag ja, Kugel. Kugelschreiber und Block habe ich. Ja, das ist fertig. Na, fertig? Ja. Ja, die Technik schreitet voran. Ja, Gott sei Dank. Früher wurde das noch mit Gips abgeformt. Ja, haben wir heute auch. Haben wir auch. Ah, ja, da muss man reintreten, da wird Gips rein. Ja. Ich komm auf Kuchs jetzt, ne? Dann lass ich das laufen. Also bleib bis ist der Wagen weg. Ja, natürlich. Ja, ja, das dauert eine Weile, bis die da. Ja. Das war's. Das ist vom Feinsten. Kann man nicht meckern. Modern, modern und nochmals modern. Küche vom Feinsten, sauber, clean. Besser geht's nicht. Wieder ein anderes Zimmer. Ein Zweibettzimmer. Der gemeinsame Essraum. Für das eine Zweibettzimmer. Und für das andere Zweibettzimmer. Die Patienten, die hier reinkommen, wollen gar nicht mehr wieder raus. Überall. Rettungswege. Ein gut durchdachtes Krankenhaus. Auch hier. Treppenhäuser. Rettungswege, bestens ausgestellt. Und gleich geht's nach draußen. Ein ziemlich sicher gebautes Krankenhaus. Überall Feuerlöscher, Wandhydranten, für viel Wasser. Krankenhausseelsorge muss ja auch sein, ne? Heutzutage ist das wichtig, war schon immer wichtig und wird immer wichtig sein. Und ihr seid die Hebammen hier? Oder die Schwestern? Aha, das ist gut. Aber es ist richtig gut geworden, das Krankenhaus. Gesamt.
das gesamte Team. Oder fehlen noch welche, ne? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Alles klar, danke meine Damen und gute Arbeit hier, ne? Ja. Klasse. Siehst du? Aber ehrlich gesagt, das ist ein schönes, sauberes Krankenhaus geworden. Ne? Ich ziehe meinen Hut, den ich nicht trage. Immer gerne. Alles klar. Können Sie da stehen bleiben, ne? Ich würde da glatt stehen bleiben, ist doch gut. Gut? Ja, logisch. Sie können und dürfen sogar was sagen, wenn Sie wollen. Ja, das nützt doch wirklich viel. Das kommt auf Cooks Clips und da können Sie sich das angucken. Aber brauchen Sie nicht. Das schöne Lachen reicht auch, ne? Dann zoome ich die mal ran. Die Harper, die zweite. Klasse, jetzt habe ich was gesagt, ne? Alles klar? Ja. Tschüss. Und wie gefällt es euch hier? Gut. Ja, schön modern, ne? Hell, freundlich. Brauchen wir nur noch Patienten. Ja, genau. Gut, klasse. Wir sind auch ausgestattet mit schönen Möbeln, Inventar, mit die Wände werden noch schön gestaltet. Habt ihr auch Zimmer für Eltern hier mit, dass sie hier nicht schlafen? Sicherlich, ne? Hier können die Eltern jederzeit bleiben. Oha. Ist egal, wie alt sie sind. Mhm. Bis zum vollendeten fünften Lebensjahr müssen die Mütter nichts bezahlen. Mhm. Ja, dann wird sie gleich kommen. Gut. Die Station, die wird noch weiterhin ausgestattet, noch mit anderen Inkubatoren, die Intensivinkubatoren, die sind ja jetzt noch auf der Neugeborenenstation und dann wird es auch noch weiterhin ausgestattet mit. Das sind die Inkubatoren, das ist ein Wärmebett, das sind die normalen Betten, wo wir auch die Kinder drin liegen haben, die krank sind und behandelt werden müssen. Aber eigentlich werden hier im Intensivzimmer die Inkubatoren sein, wovon wir vier Stück haben und zwei Wärmebetten, sodass dieser Raum dann auch etwas voller sein wird, als das jetzt zu sehen ist. Ansonsten haben wir eben halt noch ein Reanimobil, wo die Kinder notfallversorgt werden. Also wenn die schlecht, krank geboren werden, versorgen wir die erstmal am Reanimobil als Erstversorgung. Ja. Ja. Sonst hieß das auf der anderen Seite. Und was ich gut finde, dass man da auch als Personal die richtige Arbeitshöhe hat. Das nimmt schön viel auf. Guck mal, das sieht. Nee, kann auch mehr. Ja, aber. Und jetzt singt man schön.
ihr beiden. Brauchen wir die Sandbahn? Die zwei da. Dort links an den Ort. Hallo, Perdita. Ist mal ein Vogel liegen, Mann. Wer dieser? Mach mal, wo will ich? Auf dem Sonntag um 1:04. Was haben die denn vor, die Leute? Ja, müssen die her, ja. Ja, da muss ich kassieren. Oh, herrlich. Von der Sprache hier alles wird gesagt. Ah. Bis hierher. Ja. Also ich finde das schön, wie der Kuchen und so. Ganz, ganz toll. Wirklich schön. Das sieht ansprechend aus. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.